Hey Leute, willkommen bei Aristo Luis, Clash of Warrior. Heute in der Kampfsportschule Shikara. Wird wieder ein cooles Ding, zieht es euch rein. Okay Leute, heute in der Kampfsportschule Shikara. Heute gibt es ein bisschen Action-Training. Ich werde euch heute auch nochmal ein paar alte, bekannte Gesichter vorstellen. Shikara ist eine coole Kampfsportschule. Die sind auch dafür bekannt, dass sie Kyokushin Kai Karate machen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, gehen wir mal rein. Kommen wir vor mit dem alten Japan. Was los hier, Alter? Guck mal, wie viele Pokale die hier schon gewonnen haben. Und vor allem, wie groß manche Pokale sind. So Leute, jetzt geht's los mit dem Training. Ja. Während des Trainings werden wir wieder nicht wieder viel quatschen, eher trainieren und nach dem Training ein paar Leute befragen, ein paar kleine Interviews machen, ja, und das für euch gut aussehen lassen. Bis gleich. Okay, Shikara Day ist over. Ich habe hier eine Hammer-Kämpferin, eine Hammer-Sportlerin, Kickerin. Ich will nichts falsch sagen, weil ich weiß, wie sie kicken kann. Und da weiß ich, dass da Köpfe fliegen können. Magst du dich mal den Leuten vorstellen? Wie heißt du? Wie alt bist du? Okay, also ich bin Padwin, die Tochter des vom Besitzer von Shikara. Ich bin 18, ja. Petwin, erzähl uns mal, okay, abgesehen davon, dass dein Papa Shikara gehört, ja. Warum machst du denn Kampfsport? Warum ich Kampfsport mache? Weil ich einfach abschalten kann, erstens. Also so, man muss an nichts anderes denken, als daran konzentriert bleiben, aufpassen, dass du nichts kassierst und einfach auszahlen kannst und einfach so dich bewegen kannst, dich in jeglicher Hinsicht irgendwie stretchen kannst und das hilft, selbst im Kampf Kraft aufbaust, was ja wirklich wichtig für Mädchen auch ist, irgendwie, dass sie da nicht irgendwie... Würdest du sagen, dass du den Jungs hier oder dass die Jungs immer noch oder manch einer vielleicht besser ist als du, oder würdest du auch schon von dir aus sagen, manche der Jungs könntest du auch locker schon wahrscheinlich weghauen? Also viele könnten mich schon weghauen jetzt so von unseren Elite-Kämpfern, aber ich bringe halt auch ein bisschen Erfahrung mit, dass ich da auch schon irgendwo mithalten kann. Also wir sagen mal hinter versteckten Blumen, es gibt schon ein paar, die du weghauen könntest. Ja. Kurz und knackig so. Mal Pen schicken kannst. Das hast du gesagt. Also. Wir waren ja auf Schloss Diedersdorf, da war ich ja mit der Cornelia Ritzke und da waren wir auf dieser Fight Night und da hat die junge Dame nämlich auch gekämpft. Ja? Und ich werde mal gucken, vielleicht schneiden wir mal kurz ihren Kampf rein, dann könnt ihr mal sehen, wie sie kicken kann. Thank you.
also sie hat ihrer Gegnerin 3 Runden lang fast die Birne eingetreten. Nicht geschlagen, getreten. Und das ging fast 3 Runden lang so. Shikara hat ja ganz viel zu bieten. Also ihr habt hier mehrere Trainingsräume, einen Fitnessraum habe ich gesehen. Ihr habt Kindertraining, ihr habt selbst eine Kinderbetreuung, habe ich gesehen. Ja. Was für Kampfsportschulen fast unüblich ist. Also sehe ich zum ersten Mal. Fitnessstudios kennt man ja oder so. Aber eine Kampfsportschule sehe ich. Also wir haben Karate, Kyokushinkai Karate, Vollkontakt. Dann haben wir Thai-Boxen, halt Kickboxen, Taekwondo, haben wir auch sehr erfolgreiche Sportler. Ja, Boxen natürlich auch. Und vom Taekwondo her sind ja auch sehr viele Kleine, die schon mit 3, 4 anfangen. Mhm. Von da, es basiert ja auch viel halt darauf, dass sie erstmal Disziplin lernen. Taekwondo hat ja auch viel mit Disziplin zu tun. Ja. Deshalb haben wir hinten auch eine Ecke eingerichtet, damit wenn die Familien mit den Minis kommen, die sind ja alle 5, 6 maximal, dass die haben ja auch meistens auch Geschwister irgendwie, die 2, 3 sind, dass die da hinten auch sich beschäftigen können und dann nicht hier irgendwie durch die Gegend laufen und dann plötzlich und anfangen die Leute zu vermöbeln. Oder in den Fitnessraum rennen oder so, dass die einfach da ihre Ecke haben, spielen. Ja, zum Glück, dann hast du hier so kleine Gangs mit so 5-Jährigen, die dann sagen, hey, was guckst du nur so? Auf jeden Fall richtig Hammer. Ich danke euch nochmal vielmals für die Einladung zu Shikara. Hat echt Spaß gemacht. Shikara ist in Berlin. Wir sind hier im Bülowring. Genau, Bülowstraße. U-Bahn auf Yorkstraße, S-Bahn auf Bülowstraße. Genau, welche Hausnummer? 56, 57, ist im Hinterhof, das heißt. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt ruhig hier vorbei, schaut es euch an. Ja, also ihr habt gehört, Kickboxen, Thai-Boxen, Kyokushinkai-Karate. Dazu werde ich euch im Laufe der Zeit auch noch mal einiges erzählen. Ich glaube, da werden wir sowieso noch mal herkommen wegen dem Kyokushinkai, aber da geht mir auch ehrlich gesagt gleich die Muffe. Ja, aber ich werde euch dann zeigen, warum. Und richtig Hammer. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem. Also, dranbleiben kurz. Ja, da bin ich wieder. So, ich habe gesagt, ein anderes Thema. Und zwar, ihr seht, das sind meine Bodyguards. Und nein, ihr habt keine Chance gegen die. Und ja, ich fühle mich krass. Nein, Quatsch. Mein alter Coach. Ja. Und das ist sein Bruder. Die beiden haben auch dazu beigetragen, dass ich heute zu Shikara gekommen bin. Die haben uns auch zur nächsten Fight Night eingeladen. Und zwar am 20.12. Das schöne Plakat habt ihr gerade gesehen. Battle of Berlin. Also mehr als auf die Fresse kriegen kann es gar nicht klingen. Battle of Berlin. Hammer Veranstaltung. Ich würde sagen, sag immer was dazu. Du kämpfst ja vor allem. Wir fühlen uns super fit auf jeden Fall. Battle of Berlin 5 ist die 5. Auflage. Mittlerweile 5 Jahren, jedes Jahr. Quasi einmal im Jahr. Und wie beim letzten Mal auch, sind wieder große Titelkämpfe dabei. 2 WM-Titel, 3 Europa-Titelkämpfe. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Super harte Kämpfe werden dabei sein. Und um was kämpfst du da? Ich kämpfe um die WFMC Weltmeisterschaft. Das ist ein WM-Titel plus 95 Kilo. K1. Kommt, guckt euch das an. Trainiert, kommt her. So. Mach weiter. Also ihr habt die Einladung gehört, also besser kann es gar nicht sein. Also einmal, ihr dürft gern zu Shikara kommen, trainieren. Kann ich auch immer empfehlen, kommt auch immer so mal gern zu so einer Fight Night, wenn ihr im Raum Berlin seid oder aus Berlin kommt oder vielleicht mal in dieser Zeit hier seid, kommt dahin. Wir werden euch auch da nochmal so einen Link reinpacken, da könnt ihr euch das auch mal selber anschauen, euch vielleicht Tickets holen und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns da, wenn da schön die Zähne rausgeschlagen werden. Ich sammle mir welche ein, wie beim Bloodsport, und mache mir eine Kette daraus und dann sage ich war das. Also Leute, würde ich sagen, dann verabschieden wir uns heute hier und ich danke euch für das Hammer-Training und auf jeden Fall sehen wir uns bei Battle of Berlin wieder.